kommt nach dem Brexit ein Ungarn-Exit. Das ist nicht aus der Luft gegriffen. Die Fidesz-Partei des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán wurde am 20. März von der EVP-Fraktion der Europäischen Volkspartei suspendiert. Die Begründung ist, dass Orbáns Fidesz nicht mehr zu den Werten der EVP passe. Das erinnert mich doch stark an die Ereignisse von vor 10 Jahren. Kurz vor der Europawahl 2009 verließen die britischen Tories die EVP. Im Rückblick muss man feststellen, dass dieser Austritt ein Schritt in Richtung Brexit war. Nach der Wahl gründeten die Tories die Fraktion der europäischen Konservativen und Reformer, der auch ich angehöre. Die Hoffnung der Tories, vernunftgesteuerte Europapolitik vorantreiben zu können, blieb aber enttäuscht. EVP und Sozialisten waren viel zu sehr damit beschäftigt, mehr Kompetenzen nach Brüssel zu verlagern. Da war kein Raum für einen sparsamen Haushalt und die Gestaltungsfreiheit für die Mitgliedstaaten. Die sture Haltung des EU-Establishments bewog die Briten schließlich dazu, die EU zu verlassen. Die Suspendierung von Orbáns Partei wird auch nach der Europawahl ein Thema bleiben. Ob Fidesz anschließend in die EVP zurückkehrt, ist fraglich. Es wird sich zeigen, ob die Ungarn den Briten folgen werden und sich nicht mehr von Brüssel herumkommandieren lassen wollen. Für den Moment gibt Orbán klein bei, aus wahltaktischen Gründen. Kritische Stimmen in der sogenannten politischen Mitte der EU werden derzeit nicht toleriert. Doch in der Demokratie braucht es Kritik, Gegenvorschläge und Wahlalternativen. Man muss die Fidesz nicht mögen. Aber die EU sollte den Willen der Bürger in den jeweiligen Mitgliedsländern akzeptieren. Dafür setze ich mich ein. Für ein Deutschland und eine EU, wie Sie es sich vorstellen. Europe needs reform.